Herzlich willkommen. Willkommen, willkommen, willkommen. In der nächsten Runde von unserem Finals in der Winter Season. Was haben wir denn hier für ein Matchup? Das ist Druid gegen Paladin. Druid gegen Paladin. Das ist Skojaris Paladin. Das ist Mysterious Challenger, also Siegspaler. Ja. Mit Tyrion Fordring als Highest Drop mit Dr. Boom zusammen. Gegen Combo Wombo vom Blazer. Combo Wombo, ja. Das also alles, was wir bis heute eigentlich schon an Decks gesehen haben, nochmal. Meta-Decks. Meta, genau. Jetzt versuchen wir noch Skojare auf den Stream zu kriegen. Dass wir auch seine Handkarten sehen können. Ja. Skojare, Hashtag 2688. Edit ihn, wenn ihr ihn gut findet. Wenn ihr ihn gut findet, edit ihn und challenged ihn. Und dann könnt ihr ihm mal zeigen, wie Heroes of the Storm, Hearthstone funktioniert. Falsches Spiel, verdammt. Ja. So, ja, gute Anfangshand hier für Skojare. Ne, für Blazer. Wieso? Bei Skojare ein paar Kartenrückseiten. Unten ist Blazer, oder nicht? Ich meine, also das, was er schon rausgebracht hat, ne? Ah, das Board. Ja, ja, ja. Das Board ja, ist schon ganz gut auf seiner Seite jetzt im Moment. Kann da ganz gut Damage spielen. Top Deck Draws mit Swipe. Ja, kann sich hier hochheilen. Early Pressure ist vorbei. Nichts passiert. So, ein Shielded Miniboard und ein Haunted Creeper wurden gespielt. Board Control ist gleich wieder genommen. Ja. Stört Blazer aber, glaube ich, hier jetzt auch nicht weiter. Nö. Setzt ihn auch noch nicht wirklich unter Druck, Hero Power. Ja. Der muss removed werden, weil sonst kriegt Skojare gleich schon was ins Gesicht, weil dann haben wir 7 Mana. Nächster Turn ist Dr. Boom dann. Ja, dann kann er Dr. Boom forcen. Das heißt aber, er muss den clearen. Mal gucken, ob Skojare das jetzt kapiert. Pilot Shredder. Und ein Secret. Welches Secret haben wir da? Ja, okay, er cleart ihn. Er ahnt es. Ja. Und so, den darfst du auch nicht einfach auf dem Board stehen lassen. Naja, er weiß ja auch, was das für ein Deck ist und du willst ihn nicht in einen Boom ohne Coin geben. Ja. Gut, aber jetzt kommt der Boom so oder so. Dadurch ist aber die Combo delayed. Das ist auch gut für ihn. Das ist jetzt auch gut für ihn ausgegangen. Ja. Genau das richtige Secret gespielt. Vor allem, dass es auch so durchgekommen ist, ist selten eher. Ja. Normalerweise gegen Secret Parler versuchst du ja das Board zu clearen. Ja. Das konnte hier Blazer aber auch nicht. Hatte den Swipe. Den Swipe hatte er schon, aber damit hätte er nur den Pallet Shredder oder. Also er hätte nicht alles clearen können. So, steht hier erstmal Boom. Der Boom weg. Oh, die Bombe hittet. Frage, ja. Und mal gucken, er komplett alles weg und das Divine Shield hat das Ganze gut schön abgeblockt. Ja, jetzt kann er natürlich mit Swipe wieder die Board Control von Skojare nichtig machen. Ja, macht er auch. Swipe Hero Power wahrscheinlich. Ja, dann. Oh. Shades. Okay. Das ist natürlich ein gemeiner Drop, weil wenn du den nicht wegkriegst, das war jetzt schon der zweite Swipe von Blazer. Ja. Das heißt, er kann den auch nicht mehr wegkriegen, ohne dass er aufgemacht wird und der nimmt dir halt safe einen Minion raus. Dadurch, du kannst auch nicht den Ancient of War spielen. Und der Taunt, der bringt auch nicht viel. Gutes Consecration hier. Jetzt hier, um Chase of Naxxramas zu clearen. Ist okay. Ja. Ja, gerne. Hier gibt es immer frische Hotdogs, wenn ihr mal vorbeikommt. Gibt es frische Hotdogs und Frischgetränke und alles ist frisch. Und frische Heimratsmitglieder und frische Frischgetränke. Frische Kaffee. Die vielleicht jetzt heute nicht mehr so ganz frisch sind da. Na doch. Wie frisch bist du? Sehr frisch noch. Ne? Ja, du warst heute auch nicht ab 10 Uhr hier, ne? Nee, genau. Du bist auch erst später gekommen. Das hatte er nicht nötig. Er war schon vorher qualifiziert. Er konnte ja ausschlafen. Ja. Ist ja vielleicht auch ein Vorteil, wenn man ausgeschlafen zum Turnier kommt. So, die Regie versucht immer noch Vision auf die Karten von Skojare zu kriegen. Oh. Okay.
Guard Tyrion liegt jetzt auch schon. Kein Silence hier. BJH hat auch keine. Das sieht ganz nicht ganz so gut aus hier für Blazer. Ja. Gut, jetzt ist Turn 9. Spielt er jetzt. Er spielt die Combo noch nicht. Anscheinend. Er hat sie aber auf der Hand. Gut, aber mit der Combo würde er ja auch nicht durchkommen. Nein. Das ist ziemlich bitter. Er versucht jetzt erstmal wahrscheinlich. Ja. Er hat versucht, sich jetzt erstmal wegzutaunten, was auch nicht so lange jetzt anhält. Weil theoretisch Tyrion und Buffe reicht. Ja. Wir wissen halt bloß nicht, was Skuyare noch auf der Hand hat. Ja, leider. Aber das ist ja auch vielleicht dann ein bisschen spannender für unsere Zuschauer und für uns. So. Hier wird das Board gecleared und noch ein Secret dazu rausgebracht. Ist wahrscheinlich Competitive Spirit. Kann sein. Blessing of Kings. Oh. Jetzt bufft er hier auch noch mit Blessing of Kings. Ja. Kriegt ihn hier ganz schön runter, das heißt, nächsten Turn haben wir 12, 13, 14, 14 Schaden, also 2 bis Liesel. Das, einer, ne? 12, 13, 14. 14 plus Hero, Hero Power nicht, Quatsch. Nee. Naja, wenn's Competitive Spirit ist, ist es Liesel. Ja, schauen wir mal. Ben, ich glaube, damit rechnet Blazer jetzt hier auch. Jo. Außer er Silence natürlich noch, den 6, den Shielded Minibot. Spielt immer noch ein Competitive Spirit. Achso, ja gut, dann ist es keine. Leider wissen wir es jetzt nicht, was das dann ist. Achso, er spielt nur eins. Ja, das ist glaube ich auch der Normalfall. Stimmt, der spielt nur ein Competitive Spirit. Ich verstehe, ich muss lauter stellen ein bisschen. Kein Standbild, nein. Okay, Tyrion. Silence. Damit deutlich. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, die Waffe zu denyen. Er springt. Ja. Rettet ihn jetzt aber auch nur in den nächsten Turn. Das heißt, er muss jetzt irgendwie beenden können. Kann er nächsten Zug? Ja, theoretisch kann er das, wenn jetzt nicht Skuyare beendet. Ne? Müssen wir gucken, was er jetzt auf der Hand hat. Und er wird hier wahrscheinlich entweder das Board clearen oder enden. Aber wenn er nicht enden kann, dann muss er Board clearen. Naja, auch wenn er das Board cleart und es ist kein Get Down, dann ist es Liefel. Richtig, Kombo. Jetzt hat er verloren. Was hat er auf der Hand? Kann er irgendwas noch unternehmen? Später Taunt? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, ich spiele einen Belcher. Der könnte jetzt... Defender? Wenn jetzt der Belcher kommt? Nein. Nein. Noch Master. Okay. Das ist dann leider für ihn, soweit ich das sehe, vorbei. Oder was sagst du? Sieht so aus, ja. Ja, Force of Nature. Savage Roar und ins Gesicht. Ja, perfekt. Ja. Steve. GG. Damit ist 1:0 für Blazer. Ja. Schönes Opening, hat seine Combo noch durchgekriegt. Hätte auch andersrum ausgehen können. Beide waren knapp dran. Also das ist immer so ein bisschen, für wen kommt es eher. Ja, Kanzler, könnt ihr jetzt noch schnell rüberspringen, aber Skoyare, sondern dass das Spiel noch starten soll, damit wir spectaten können? Ja. Oh, zu spät. Sind schon im Spiel. Gut, dann haben wir nochmal den gleichen Parler von Skuyare gegen ihn. Ich schreib's ihm schnell. Kein Secret Parler. No Secret for You heißt das ganze Deck. Mhm. Ist recht Late Game orientiert das Deck hier mit Justica. Mhm. Das ist halt dann die Super Hero Power für das Fatigue Game. Und auch Doppel Quartermaster ist natürlich auch eine gute Kombination. Auch mit Lay on Hands und allem. Ja. Und ja. Skuyare spielt aber immer noch mit seinem Secret Parler. Hat er aber kein gutes Opening, trifft den Tudorp nicht. Ja. Ein bisschen schlechtes Draw hier am Anfang. So. Ja.
Also ich bin jetzt sehr gespannt, was als nächstes kommt. Ach doch, die Hero Power war vom Arsch. Ist gut. Kannst du so schnell aus dem Turnier fliegen? Oh, Omedos ist aus dem Turnier geflogen. Oh, mein herzliches Beileid. Omedos, möchtest du vielleicht meinen Spot hier auf der Casting Couch einnehmen? Nein, 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 bleib du sitzen. Bleib sitzen, bleib sitzen. Einen wunderschönen guten Tag. Kanzler, du musst deine Mütze abgeben, es tut mir leid. Gib. Wir haben heute ist Christmas, Casting Couch. Das ist meine Mütze. Ja, Omedos, was wird das aus unserem Priest Mirror? Hat's was dabei? Priest? Oh. Das wird gleich ein Priester-Mirror? Oder ja. Was hast du gesagt? Hattest du einen Priester dabei? Ich hatte einen. Hallo? Ich natürlich hatte ich einen Priester dabei. Wir machen wieder ein klassisches Mirror, 30-Minuten-Match. Ja, das wäre schön gewesen, aber nachdem ich in der ersten Runde im Winner Bracket noch richtig verkackt habe mit meinem. Hier, Dragon Priest. Dragon Priest ist so. Ohne Dragon in der Hand. Bis Runde 7. Ungünstig, ja. Yeah. So, kommt jetzt Consecration? Ja. Oh ja. Gut, Consecration muss man spielen. Was haben wir hier? Skoliara wahrscheinlich ein Christmas Parler. Ja, und Blazer mit dem Parler No Secret for You hat er ihn genannt. Das ist der Midrange Parler, den habe ich auch gespielt. Den haben wir zusammen gebaut. Ja, gut. Dann wäre es natürlich besser, wenn wir Skoliara zugucken könnten, weil dann wüsstest du, was gegatten. Und warum können wir Skoliara nicht zugucken? Spectator Bug. Also wir haben wieder einen Bug in der Regie. Kleinen ja. Von ihm. Okay. Daher muss Gajara nach dem Match seinen Clan neu starten. Aber ich habe ihm gesagt, nach dem Match, weil ich wollte es nicht während des Matches machen. Warum nicht? Aber irgendwie bräuchte ich, glaube ich, mal was zu trinken gleich. Ja, muss ja. Mal gucken. Was soll denn Gajara hier finden? So. Den großen Ja, Kleinen. Genau. Also es läuft eigentlich ganz gut für Skoliare gerade, wenn man das so sagen kann. Obwohl jetzt natürlich durch nächstes Consecration geforst wird hier. Ja, er hat natürlich auch auf der Hand. Top. Fertig. Muss er rauf. Du bist auch das Avenge. Das Avenge. Oh. Naja. Ja gut, 5-3 kann man drüber... Ja, er ist aber schon 4 auf Liesel. Ja. Muss man nur mal gucken. Der Burst vom Paladin ist natürlich immer nicht so krass. Das heißt, weiß man nicht, ob er auf Nummer sicher geht und das tradet. Auf die Gefahr hin, dass der Midrange Paladin ja auch manchmal einen King spielt. Der könnte jetzt natürlich auch als Secret Parler in seinem Turn Mysterious Challenger spielen, ne? Ja, das stimmt. Dann wäre es eigentlich relativ bald vorbei. Oder der Secret Parler packt einfach das Blessing of Kings aus. Okay. Und da ist das, was da ich ist gesagt der Burst. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig für ihn natürlich. Du bist tot. Nee. Ach, dadurch steht es als eins. Moment, wie ist das denn passiert? Avenge und Blessing of Kings. Auf dem Defender. Hat er nicht immer 20 AP gehabt? Nein. Nein, das war 14. Oder so. 13. 13. Ja. War genau Liesel mit Kings. Perfekt. Getopdeckt. Ja. Sehr gut. Gut, dann gucken wir jetzt mal, dass Skoliara seinen Account neu startet und dann, dass wir da mal so einen Invite bekommen. In der Zeit hole ich mir mal schnell was zu trinken. Ja, also wir können ja zwischenzeit mal kurz auf den Baum gucken. Blazer startet auch gerade neu, sehe ich. Ja, ich starte hier mal auf den Tournament Tree. Ja, also ich muss sagen, was mich überrascht hat, wir sind an. Also, einerseits, dass D-Mog gegen Nico so schnell geflogen ist. Ja. Aber auch, dass Typhnog und Medos haben wir ja gesehen, dass du mit 3-0 geendet hast. Und Centro Blazer. 3-0 Centro Blazer, da hatte ich ein ewig langes Match erwartet. Dass Centro da so untergeht, hätte ich nicht erwartet. Aber gut, Blazer ist unser Reigning Champion der letzten Season, das darf man nicht vergessen. Der Junge kann auch ordentlich auspacken. Ja, wenn er darauf Lust hat, ne? Also das ist immer so eine Sache, ob er mal mitspielen möchte oder mal nicht. Also das ist so, wie er Bock hat. Ich glaube, heute ist er angefixt. Ich glaube auch. Er hat den Hocker gegen die Gläser tauschen. Er hat jetzt ein bisschen Blut geleckt, hat die Preise gesehen, dachte sich, boah, geil, die hole ich mir jetzt mal. Und dann hat er sich hier hingestellt und dann hat er ausgepackt. Ne? Das ist so ein bisschen wie SOS in StarCraft vielleicht. Das Ganze hört man international wenig von ihm. In Korea ist er gut. Ja. Vielleicht Blazer bei denen auch. Und dann, wenn es ums Ganze geht, wenn es um die 100.000 Euro geht oder wie hier um die 65 Euro, dann packt er aus. Und das Match ist wieder da. Jo, dann gehen wir dann gleich ins Match. Sieht Midrange so aus. Damit wir nichts verpassen. Mit Top 7 Flavor natürlich drin. Ja.
dann holen wir uns auch noch ein bisschen Wischen. Da bin ich wieder. Alkohol angefangen. Nein, ich muss fahren. Oh, stimmt, das ist nur Kühlschrank. Goyare, so. Wo du bekommst. So. Why do you call? So, das ist jetzt wieder der Paladin vom Blazer. Der hat ja gerade eben nicht ganz so gut funktioniert. Der No Seeking for You, also der Midrange-Paner. No? Mhm. Hat nicht funktioniert, anscheinend hat er nicht neu gestartet. Doch, hat er, aber... Ah, okay. Ja, es könnte auch am Client liegen, also das ist nicht auszuschließen. Okay, damit müssen wir uns jetzt leider abfinden, dass wir die Karten nicht sehen. Ja, aber gut, ihr habt eine Deckliste vor euch liegen, also könnt ihr einfach jetzt mal raten, welche Karten da kommen. Von daher... Vor allem beim Discovern, das finde ich sehr gut. Ja, also welche Karten hat er wohl discovered? PO. Gucken wir gerade das Spiel überhaupt oder gucken wir noch, was back geht? Es ist immer ein PO. So. Gut. Alles gut. Danke, Puttiput. Die Mützen sind echt wirklich süß. Ich kann euch ja mal zeigen, was auf dem Stream ist. Das. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Cool. So, okay, weiter geht's. So, oh. Quartermaster natürlich auch gleich. Oh, ja. True Silver Champion. True Silver Champion. Ist die richtige Entscheidung hier auf jeden Fall. Und auch den Impf gleich raustraden. Ja. Nächste Runde kommt dann einfach Quartermaster hinterher. Ja. Wenn das Feld so bleibt. Muss man sehen, was der Warlock jetzt spielt. Aber ich glaube, ein großes AOE hat er ja nicht drin. Gar keins. Okay. Ja. Ah, White Walker. Ein ganz schwacher Turn 4 hier. Das lohnt sich schon. Ja, Lifetap, wie heißt er? Void Walker. Ja, die Zeit läuft natürlich gegen den Warlock, gegen so einen Paladin wie er. Ja, absolut. Den hätte er schon längst wegmachen müssen. Da kriegt jetzt auch noch wieder ein schönes Board Clear. True Silver würde ich jetzt nicht mehr benutzen. Nee. Das hat sie, braucht man nicht. Eher für einen High Drop eher nochmal aufheben. Ja, um gegebenenfalls einen White Caller oder sowas rauszutraden. Jo. Die er nicht spielt. Nein? Doch, später. Zwei Stück. Ja, das ist der Demon Zoo. Das ist kein reiner Demon Lock. Das ist ein Demon. Keine Zoo Lock. Das ist ein Demon Zoo. Das heißt, er spielt mit Mal'Ganis, Sea Giant, Double Doomguard. Er hat ein bisschen was fürs Late Game, aber eigentlich willst du mit dem Deck nicht ins Late Game. Aber der Paladin hat ja alle Antworten. Die Owl ist besonders wichtig, die sollte es nicht auf dem Creeper benutzen. Auf keinen Fall. Und der Peacekeeper, der kann dann auch so ein Mal'Ganis mal schnell klein machen. Da kommt der zweite Quartermaster jetzt hinterher. Das verstehe ich nicht, das ist ein bisschen overextended. Weil er spielt ja nun auch doppelt Master for Battle. Die sind jetzt. Okay. Er will ihn jetzt einfach so unter. Ja. Ja, gut. Er spielt natürlich kein AOE-Clear, der Zoo. Er spielt auch wenig Taunt, bis gar kein. Doch, Doppeldefänger auf Argo spielt er, aber das war's auch. Die muss er auch erstmal haben. Implosion kommt. Hat er jetzt halt auf seinem guten Opening draufgebaut und geht jetzt für Face. Aber... Ja... Oh. Drei auf Liesel. Aber Dr. Boom ist gefallen. Durch Zufall, das ist natürlich böse. Ja, ich würde das Ding jetzt sicher runterspielen. Haunted Creeper reinlaufen und... Weihe. Consecration. Ja. Das ist ja auf jeden Fall das richtige Play, sieht aber auch so. Ja. Ja, klar. Nochmal Bot hier. Dude dazu und fertig ist der Lachs. Wir können jetzt auch überlegen, den Peacekeeper tatsächlich zu spielen, nur um nächste Runde das Lethal halt wirklich zu haben. Er ist Lethal. Dann würde er halt. Mit dem, was auf dem Board hat. Ja, aber wenn jetzt hier irgendein nerviger Taunt kommt, dann ist es schon nicht mehr. Ja, gut, okay. 1-3er Taunt hätte jetzt. Warum willst du den Aldor jetzt wasten dafür, dass du vielleicht eine Runde später knippst? Der Warlock weiß, dass es ein Zoo ist. Beziehungsweise, dass es ein Demon Zoo ist. Na gut, der hat auch noch die Owl für den Taunt. Das stimmt, so wichtig. Ja, aber er wird jetzt auch taunten. Ja. Ja. Und dadurch kommt die Owl zum Einsatz. Und dann ist es Liesel. Ja. Eule. Liesel. GG. Ja, schön gespielt hier vom Blazer. Aber auch richtig schön unter Druck gesetzt, den Warlock.
Ja, also er hat einfach die ganze Zeit festgegangen. Dadurch hat er seinen Midrange Parler jetzt schon durchgebracht. Jetzt kommt nur noch der Warlock. Wir haben einen Maligott. Maligott. Das ist cool. Das wird interessant. Und Bleiser hat verdammt viele Games auf dem in der Ladder. Der weiß, wie man jetzt spielt. Gegen jedes Matchup. Gegen den Demon Zoo Doppel Hellfire auf der Starthand sehe ich ihn ziemlich weit vorne jetzt gerade. Egal welche Hand Skoyara hat. Und kein Turn 1 als Zoo. Das ist mal krass. Oh, da ist der Maligos. Das ist der Dream. Jetzt kann er. Jetzt freue ich mich. Dann hat er noch Twilight Guardian auch noch auf der Hand. Ja, das ist bombastisch. Turn 3 im Game Boss. Ja. Turn 4 Twilight Guardian. Er kann jetzt schön in der Curve bleiben. Gegebenenfalls auch noch im Game Boss nächste Runde oder Mortal Coil. Also er kann jetzt richtig. Im Game Boss einen zweiten und eine Mortal Coil vielleicht spielen, aber. Ja, meine ich ja. Deshalb, er kann jetzt richtig schön die Curve ausnutzen. Ja, jetzt kommt der Twilight Guardian dazu. Zwei ins Gesicht. Ey, super starker Start für Blazer. Absolut. Ist dann. Versteht man uns eigentlich, lieber Chat, versteht man uns alle gleich gut? Ja. Ich habe das Gefühl, der eine ist ein bisschen leise. Du hörst uns hier nur so auf dem Monitor eingestellt. Ich wollte sagen, der Monitor ist eine. Also als Regie nochmal, der Monitor ist eine separate Lautstärke-Regelung. Also. Ja. Ich höre euch gleich laut, das heißt, der Stream hört euch auch gleich laut. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja. Also ihr redet beide wunderbest. So. Ja. Ja. Abstand. So. Ja, das mit dem Abstand habe ich... Anyway. Danke, Trägheit. Hi, Trägheit. Den kennt man auch von Turnieren. Ja. Alles gut. Chat sagt, wir sind alle gleich gut. Vielleicht müsstest du meine liebliche Stimme ein bisschen lauter drehen, damit man mich auch gut versteht. Nein, tu's nicht. My shield for Argus. So, jetzt wird er hart ab und das Problem ist, Skoyara ist mit, ich kenne unseren Blazer, wenn er jetzt die richtigen Karten in den nächsten Runden nachzieht, ist er mit 28 absolut lieb. Schon wieder ein Top-Draw hier. Aber es kommt darauf an, was jetzt hier aus dem Voidcoiler kommt. Würdest du jetzt... Das kann jetzt nicht wirklich verhindern. Ja. Ich würde Hellfire und dann schauen, was aus dem Voidcoiler kommt. Ja. Ja, das ist schön. Ja, Mordekoil. Gut, ne? Mordekoil oben drauf. Fertig ist er lax. Dann hast du nochmal Kator raus. Und hat Skoyara eben geguckt auf die Decklisten, dass es ein Maligott ist? Was ja, das weiß er. Das weiß das er? Weiß er? Okay. Mein Musseling. Es ist immer ein PO. Nee, es war ein Model Coil. Auch sehr witzig. So. Druck aufbauen mit dem Dark. Ja, ja. Mit Black Bang. Wir brauchen mehr Druck auf dem Board. Also, ich sehe das jetzt schon sehr schwierig für Skoyara. Eigentlich ist das Thema schon fast jetzt durch. Jetzt kommt Implosion noch. Ja. Aber... Bitte eine Zweier. Bist du für Blazer oder für Skoyara? Ich bin eher für Blazer. Ah, alles klar. Das erklärt einiges. Ich mag Maligos sehr gern. Das war mein erster Legendary. Den muss man auch mögen. Ihr müsst euch eher so als Parteilose hier empfinden, oder nicht? Er spielt Maligos. Genau. Er spielt Maligos. Wir sind nicht für Blazer im Allgemeinen, wir lieben einfach nur Maligos. Achso, na gut. Sobald du Neutron im Deck hast, dann bin ich dein Fanboy. Survive. Das ist ja einfach, dann packe ich in jedes Deck Neutron. Und jetzt weißt du, wie ich meine Decks baue. Alles klar. Ich fange immer mit der Neutron an. Ihr könnt auch vier verschiedene sein und euch ein bisschen kloppen, damit hätten wir auch kein Problem. Ja. Was können wir? Wir können auch vier verschiedene sein und euch ein bisschen kloppen oder so, dann ist das auch okay für uns. Nö. Der Chat ist übrigens dafür, dass Typhonhawk hier gewinnt. Ja, das ist auch der Typhonhawk. Typhonhawk muss immer gewinnen. Er kann nur gewinnen mit dieser Mähne am Kopf. Nicht nur deswegen, er spielt Murloc. Ja. Göttlich.
Ja. Da getriggert. Maligos. Und er gewinnt damit auch noch. Das ist ja das. Wie bitte? Er gewinnt ja damit auch noch. Ja, schaust du einmal in den Chat? Mir wurde recht gegeben. Maligos. Ende. Ja. Alles klar. Okay, Glück gehabt. Ja. Black and Corruptor auf den Doom. Das war's dann auch mit dem Dr. Boom. Im Gang Boss. Ich weiß gar nicht, ob ich den Endgame-Boss jetzt unbedingt gespielt hätte. Ich hätte Erde wahrscheinlich nochmal getappt. Geschmackssache. Was soll kommen? Das ist halt mehr auf der Curve. Ja, aber was soll kommen? Vielleicht will er dem. Aber wieso soll der tappen? Vielleicht soll es aber um irgendein AOE hier rumspielen muss. Nee, weiß er. Aber er will den Emperor Taurus dann auf die Hand kriegen. Damit er Maligos inklusive. Er kann nächste Runde auch einfach Maligos stoppen. Der wird ja nicht sterben. Gegen was? Das stimmt. Maligos kann nicht removed werden. Dann hat er die nächste Runde mit Dark Bomb 8 ja, Damage, beziehungsweise nochmal 16, wenn Hellfire dazu zählt. Außer hat BO. Au. 4 auf den Korb da. Nein, 3 auf den Endgame-Boss. Ja, gut, dadurch ist der. Ja. Ja. Och. Ich sehe das gerade gar nicht so schlimm. Corruptor würde ich jetzt einfach in den White Collar reinhauen. Erstmal ein Erzog-Drag. Immer erstmal Karte ziehen. So, er tradet jetzt durch mit dem Endgame-Boss den Flammenbraus. Eins gibt's noch ins Gesicht. Und er gibt's den Twilight-Drag. So, jetzt ist Goyara am Zug. Voidcaller. Ich denke mal, das nächste kommt dann. Oh, Doomguard. Das hat Goyara aber auch alles aufs Board gepackt. Das wird nicht reichen, ja. Jetzt mit dem Hellfire. Der Hellfire. Göttlich, göttlich, göttlich. Was willst du mehr? Das ist jetzt Ende Gelände quasi. Also, da kann auch nichts mehr Großes ziehen. Nee. Oh, jetzt kommt das Discover. So Feuer. Ja, ich würde so Feuer. Nein, den Seeker, bitte. Er muss es probieren. Warum? Hä? So viele Minions hat er doch gar nicht. Sowieso gewandert. Ja, aber ein Soulfire. Mit Maligos auf der Hand? Bist du da wirklich an den Soulfire vorbei? Ja, aber es sind also neue Maligos. Eindeutig, der Seeker ist. Außerdem geht es ja nicht das war ein um langweilig. Er will ja ins Finale. Der Finals. Oder? Ja. Ich meine, ist ja nicht so, als ob er noch irgendwie verlieren könnte. Ich hätte durchgetradet. Oh, Bran, Rosenbier. Jetzt, ja, jetzt Bran, Healbot. Bran, ja, genau, Healbot. Genau, deswegen hätte ich getradet. Naja. Langweiler Soulfire. Maligos, Soulfire, GG. Ich liebe Maligos. Maligos ist super. Absolut. Dieser Spell Damage. Als 4-12 auf dem Board. Und schlagbar. So, was kommt jetzt? So. Ja. Yep. Bleiser kommt gerade raus. Oh, da kriegt einen kleinen Applaus. Der Chat. Der Chat und wir waren für dich, weil du Maligos spielst. Maligot. Verzeihung. Okay, ja, was kommt jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich finde es sehr bezeichnend, dass die Runde jetzt schon viel, viel länger dauert als die erste Runde. Wir sind jetzt Es ist jetzt das erste Match aus der Runde, die fertig ist. In der Zeit hatten wir gerade eben 8 Matches fertig. Ja. Also es scheint schon alles ein bisschen intensiver zu werden. Kurze Pause einwerfen? Ja, wir klicken mal auf Pause, weil nächstes Match Spectator gibt gerade keinen Sinn. Wir sind gleich wieder da. Wir machen nur mal eine kurze Pause. Ja. Bis gleich.